Hugo Lloris muss ordentlich in die Tasche greifen, Pep Guardiola will zurück in die Heimat und die FA denkt über eine Regeländerung nach. Das sind die News des Tages, ich bin nicht Ilja Benisch und los geht's. Was haben Hugo Lloris und Margot Käßmann gemeinsam? Beide wurden mit Alkohol am Steuer erwischt. Während für Käßmann danach die Karriere halbwegs endete, kann und muss man das bei Frankreichs Nationaltorwart nun wirklich nicht sagen. Lloris wurde für 20 Monate der Führerschein entzogen und 50.000 Pfund obendrauf gab's auch noch. Aber gut, wir kennen das alle, abends geht man saufen und am nächsten Morgen ist das Portemonnaie mal wieder leer. Pep Guardiola ist nicht nur ein super, super Trainer, sondern er weiß auch, wo er herkommt. Aus Sampdoria. Das ist so ein kleiner Ort bei ist auch egal. Pep Guardiola möchte unbedingt zurück nach Barcelona. Er hat in einem Interview mit dem spanischen Telekommunikationsdienstleister Movistar erzählt, dass er unbedingt seine Karriere dort beenden will, wo alles angefangen hat. In Barcelona. Gute Nachricht also für Junior Club Football, für Espanyol Barcelona oder für UE Saint-Andreu. Entlasst vielleicht eure Trainer. Pep Guardiola will zurück nach Barcelona. Viel Erfolg. Neue Rechte in England. Das klingt in heutigen Zeiten erstmal ziemlich schlecht. Diesmal aber, glaube ich, sind wir alle dafür. Denn die FA will unbedingt den Einfluss von Spielervermittlern verringern. Anlass dafür ist der Transfer von Paul Pogba aus 2016. Die FA hat herausgefunden, dass sein Agent Mino Raiola nicht nur als Agent für Pogba am Tisch saß, sondern auch für Manchester United und für Juventus Turin. Klar, dass wenn Raiola mit Raiola und Raiola verhandelt, dass da nicht unbedingt der günstigste Preis bei rumkommt. Raiola hat damals richtig abkassiert, 40 Millionen Pfund und vielleicht sogar noch mehr ging nur in seine Tasche. Die FA will jetzt, dass das verhindert wird, dass Agenten wie Raiola nur noch für den Spieler verhandeln dürfen und dass damit vielleicht auch so ein bisschen die Transfersummen wieder nach unten gehen. Ich finde, erstmal ein guter Ansatz. Und sonst so? Auf weltfreunde.de haben wir alternative Uhren für Fans erstellt. Schaut sie euch einfach mal an. Ansonsten den Ballbesitzfußball hat es angeblich nie gegeben und eine neue Serie beginnt. Schaut einfach mal rein und wir sehen uns morgen. Ciao.